Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für Souveränität und Gelassenheit, weil dein Leben leicht sein darf, weil du souverän und gelassen durch dein Leben navigieren darfst und natürlich durch diese historischen Zeiten, in denen wir sind und die zumindest gefühlt, vielleicht geht es auch nur mir so, wie immer anspruchsvoller, anstrengender, das löschen wir gerade, werden. Aber auf alle Fälle wie einen immer größeren Spagat erfordern, was es zu jonglieren gilt, dass einerseits das Feld immer offener wird, immer das Bewusstsein immer weiter wird, das, was ich wahrnehme, immer mehr wird und gleichzeitig, dass manche Menschen einfach wie die Alten sind und dass es wie, manche wie in Starre sind. Und das zu jonglieren, diese ganze Bandbreite, braucht Übung, oder? Und deshalb schicke ich dir als allererstes eine ganz herzliche Umarmung. Du bist nicht allein. Wir gehen da alle durch. Und es ist wirklich eine Herausforderung. Wir lernen völlig neue Bewusstseinsstufen. Die Menschheit geht, manchmal vergleiche ich es wie mit der Autowaschanlage. Wir stehen auf diesem Förderband und werden von allen Seiten eingeseift, eingeweicht. Dann kommt irgendwie eine scharfe Bürste und scharfes Wasser und dann noch wie so ein Regenguss, wo wir durchgehen und als völlig neue Menschen morgens erwachen. Und wenn es dir auch so geht, dann welcome to my world und herzlich willkommen. Und einfach mal der Satz, du bist nicht allein, das ist der historische Prozess, in dem wir sind. Es geht um die Evolution, das Weiterentwickeln des menschlichen Bewusstseins. Das ist der Prozess, oder? Und da wir Menschen das eher nur tun, wenn wir geschubst werden, wenn wir müssen, ist der Prozess hart aufgesetzt. Wir lernen mit harten Begebenheiten. Ich sage denen gerne wie so Events, weil das für mich ein neutraler Begriff ist, wo ich, egal was passiert auf der Welt, egal wo, egal in welcher Intensität, in welcher Art und Weise, wenn das in mein Feld gelangt, ich davon Kenntnis erlange, setze ich mich immer hin und gehe durch die Emotionen, die dieser Event in mir hochspült, weil das, ich mache das schon eine ganze Weile so, oder? Und das wird dann wie weniger. Es wird wie, es ist dieses innere Aufräumen, was ich ja das Coaching von Anbeginn, wie ich zum ersten Mal mich habe coachen lassen und selber noch gar kein Coach war, sondern angestellt gearbeitet habe und damals nur festgestellt habe, Coaching ist wie inneres Aufräumen. Und wenn das verhebt, mache ich das auch. Und nachdem das bei mir wie so gehalten hat und wie so einfach wie mein neues Ich war, weil die Glaubenssätze, Muster, Überzeugungen, die ich auflösen konnte, nie wieder zur Holzanlage, gell? Nie wieder zurückgekommen sind, habe ich damals zu meinem Coach gesagt, das ist wie inneres Aufräumen. Das ist ja wie ein Ballon, der den Sandsack abschmeißt und der Sand kommt ja nicht wieder zurück, oder? Und das sind jetzt die Zeiten, wo alles, was wir nicht freiwillig loslassen, freiwillig bei uns anschauen, wo wir uns die Ohren zuhalten, weil wir es nicht hören wollen, die Augen zuhalten, weil wir es nicht sehen wollen, obwohl es in mein Feld gekommen ist, dann kommt es irgendwann mit einer richtigen Flutwelle so in mein Leben, dass ich es anschauen muss, dass es mich innerlich aufräumt, oder? Das ist der historische Prozess für mich.
wo wir aus dem einen Energiefeld, das sehr dicht ist, sehr schwerfällig, wo viel von Emotionen, wo sehr viel Emotionen waren, die sehr grobe Frequenzen sind, Neid, Gier, Hass, zum Beispiel, oder? Shiften wir rein, also werden wir rein entwickelt oder entwickeln uns freiwillig rein in ein Energiefeld, das sehr, ich finde, elegant ist, sehr liebevoll, ein wundervolles Miteinander, ein sehr achtsames Energiefeld. Und dieses Energiefeld ist längst da. Wir dürfen uns einfach trauen, es zu bewohnen. Einfach bei uns hingucken, wo schleppe ich eigentlich noch dichte Frequenzen mit mir um, oder? Deshalb ist der Prozess ein sehr individueller, weil manche sofort die Ärmel hochkrempeln und sagen, wow, ich spüre da was. Können wir es bitte anschauen? Können wir es bitte rausnehmen, dass ich freier durch die Welt laufen kann, freier durch meinen Alltag laufen kann? Oder? Und manche machen zu oder sagen, ich spüre nichts oder ach, ich kümmere mich um anderes. Und es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt kein gut oder schlecht. Es gibt überhaupt keine Bewertungen mehr. Dieses neue Energiefeld, neu in Anführungszeichen, weil das war schon immer da. Nur wir Menschen waren eben dicht programmiert, oder? Es war so viel auf unsere Festplatte geladen, dass wir sehr langsam laufende Festplatten waren, die geholpert haben, die gestolpert sind, die sehr beäugt haben, was macht der andere, was sehr ins Außen fokussiert waren. Und dieses Energiefeld, wo wir jetzt rein entwickelt werden, hat keine Bewertungen mehr, weil wir ein komplett neues Denken dort haben, oder? Wir haben nicht mehr die Notwendigkeit zu bewerten, sondern es ist völlig klar, dass man das macht, was einem gut tut, was man lernen möchte. Und diese dichten Frequenzen von Gier, Neid, Mord, Totschlag, die gibt es da gar nicht mehr. Wieso sollten sie? Oder? Sondern es ist ein Ausprobieren, was geht, was macht mir Freude. Passt irgendwas nicht mehr, gehe ich wieder weiter, mache ich was anderes, was Neues, probiere ich mich neu aus. Und auf dem Weg dorthin ist ein Thema, die Trauer, wie du ja schon in der Überschrift gesehen hast, was häufig weggedrückt wird, häufig nicht gesehen wird, häufig mit sich rumgetragen wird. Und genau deshalb mag ich ihm heute eine Podcast-Folge, ein ganzes Video dazu widmen und dich von Herzen gerne einladen, mal zu spüren, ob da Trauer da ist bei dir. Und dich von Herzen gerne einladen, dir Zeit und Muße zu nehmen, diese Trauer mal fließen zu lassen, zu spüren, zu sein und dich davon zu befreien, wenn diese Energie sich endlich zeigen darf, endlich frei durch deinen Körper fließen darf und du ein neuer Mensch sein darfst, ohne diesen Trauerkloß, ohne diese unterdrückte, weggedrückte, ignorierte Emotion, die sich irgendwo im Körper festsetzt. In Coachings kommt dieses Thema interessanterweise mehr und mehr. Und dort sehe ich, wie auch bei mir selber, wie wertvoll es ist, dem mal Zeit zu widmen, oder? Ein ganz konkreter Anlass für dieses Video ist eine Kundin, die gesagt hat, boah, du bist die Erste, die das Trauern anspricht. Du bist die Erste, die mir sagt, du siehst das, dass da was ist. Und die und eine andere Kundin hinterher gesagt haben, wow, diese Erlaubnis zum Trauern hat so gut getan. Oder zwischen den zwei Terminen. Im einen Termin haben wir es angesprochen, angeschaut, darüber geredet, wie so angelöst, den Mut geweckt.
Und dann sind die Kunden zu Hause durch diese Trauer durchgegangen, durch dieses Durchschütteln, durch genau das, was ich eben zeigen mag. Und im nächsten Termin haben wir all das verarbeitet und aufgefangen. Oder? Weil häufig ist vor lauter Visualisieren, Manifestieren, geh in das Feld, wo du rein willst. Mal dir die Zukunft aus, die du gerne hättest. Da geht die Trauer ganz häufig verloren. Zumindest in meinem Wahrnehmungsbereich oder in dem, was ich sehe und lese und höre und gefragt werde. Und beim Trauern geht's, und da mag ich dich jetzt einladen, schreib dir auf, was dein Unterbewusstsein, deine Intuition oder dein Körper, dein Spüren dir signalisiert, wenn du die Beispiele hörst. Das eine sind nicht gelebte Träume. Einfach mal spüren, gibt es nicht gelebte Träume? Halte ich irgendwas wie fest oder unterdrücke ich irgendwas, was mein Fortkommen eigentlich behindert, wie so ein gehängter Anker? Da ist was, da schmeiße ich einen Anker drauf oder da drücke ich irgendwie was runter. Und vor lauter Runterdrücken kann dein Lebensschiff nicht weiterfließen, nicht weiterschwimmen, sich nicht weiter bewegen, oder? Also gibt es ungelebte Träume und die sind häufig schon, ich wollte eigentlich was anderes lernen. Bei einer Trennung sind es immer ungelebte Träume. Mit jeder Trennung verabschieden wir uns ja von was, von einer gemeinsam vorgestellten Zukunft. Und häufig ist die Trennung dann so wirbelig und so viel, wie es weitergeht und Neuausrichtung, dass wir vergessen, die nicht gelebten Träume mal an die Oberfläche kommen zu lassen und bewusst zu fühlen, bewusst zu verabschieden. Oder ein anderes Trauern ist, was ich vermehrt natürlich in den Coachings sehe, weil ich es immer wieder auch ansprech, Podcast-Folge für Podcast-Folge, in jedem Newsletter habe ich das drin. Wenn du den noch nicht abonniert hast, auf meiner Internetseite nadialang.com kannst du den Newsletter abonnieren. Der kommt jeden Freitag pünktlich zu deinem Frühstückskaffee, wo ich auch so ein bisschen mehr schreibe zum historischen Prozess. Oder er ist wie eigentlich zweigeteilt. Einerseits die aktuelle Podcast-Folge, andererseits ein bisschen was zum historischen Prozess, mal mehr, mal weniger. Und dann natürlich, wenn ich Workshops anbiete, sowas steht dann alles drin. Einfach auf die Internetseite nadialang.com gehen. Oder hier unten oder oben, je nachdem, wo du den Podcast hörst oder siehst, findest du auch den Link. Das heißt, eine der ganz großen Trauerfelder, die sich auflösen dürfen, damit du mit leichtem Gepäck reist durch dein Leben, dass die Schultern sinken können, dass du frei bist im Spüren, was deine Intuition sagt, ist, die alte Zeit kommt nicht wieder. Es gibt keinen Stopp im historischen Prozess, sondern es geht nur vorwärts. Das Persönlichkeitsentwicklung ist eine Einbahnstraße. Was mal bewusst geworden ist, kann nicht mehr unbewusst werden. Was mal in unsere Kenntnis gelangt ist, kann nicht mehr unbemerkt gemacht werden, oder? Ein Glaubenssatz, den wir mal erkannt haben oder ein Muster, Programmierung und sogar gelöst haben. Natürlich kann ich mir das wieder reinziehen, wenn ich im alten Verhalten bleibe. Aber die wirkliche Tiefe von dem bisherigen Glaubenssatz kommt nicht wieder. Das heißt, in dem historischen Prozess, in dem wir sind, die Weiterentwicklung des Menschen, die Weiterentwicklung des menschlichen Bewusstseins, oder dass wir reinschiften in Souveränität, in souveräne Menschen, die selber bestimmen, die selber wissen, was ihnen gut tut, die sich befreien von allem, und damit meine ich wirklich alles, was uns einengt, was uns irgendwelche Geschichten erzählt, was uns irgendwelche Regeln auferlegt,
alles fällt weg. Oder? Das heißt, die alte Zeit, die uns so vertraut ist und wo wir auch so behütet waren, weil wir noch nicht das Bewusstsein hatten, nicht gemerkt haben, wie sehr wir fremdbestimmt sind, wie sehr wir überall programmiert werden, oder? Die kommt nicht wieder. Und diese alte Zeit, die ist nicht unbedingt freier und nicht unbedingt angenehmer. Sie war ja unbewusster. Sie war vertrauter, oder? Und häufig ist das Vertraute nicht besser, aber eben wohliger vom Gefühl, weil es uns vertrauter ist, weil wir nicht so genau wissen, was wann wie kommt. Und die Menschheit jetzt in dem historischen Prozess eingeladen ist und dorthin bugsiert, geschubst, gezogen, gezerrt wird, dass wir aufhören zu glauben, dass man das Leben planen kann und dass es dann in diesen Bahnen stattfindet. Wir werden dort rein entwickelt, wieder den Lebensfluss wahrzunehmen und das zu kombinieren mit dem, was ich mir für mein Leben vorstelle, was für mich wohltuend ist, oder? Das heißt, das ist dieses Trauern. Die alte Zeit kommt nicht wieder. Und das ist das, was ich in vielen Coachings miterleben darf, was dann so zwar schmerzhaft, aber befreiend ist. Oder? Und damit einhergeht auch das Bewusstsein, dass nicht nur die alte Zeit, wo wir so unbewusst in unserem Gärtchen gelebt haben und uns wie an alle Regeln und alles so wie selbstverständlich genommen haben und uns in diesem Korsett bewegt haben, damit geht einher die Trauer über nicht gelebtes Leben. Das ist im Moment wie so fast Nummer eins in den Coachings, dieses Bewusstsein. Oh mein Gott, wenn ich vor 20, 30 oder 10 Jahren gewusst hätte, was ich heute weiß, dann hätte ich doch ganz anders gelebt. Und da darf Güte rein. Da dieser Brocken darf wie beleuchtet werden, darf angeschaut werden, darf gelebt, erspürt werden, damit er sich wie auflöst. Dieser Brocken von nicht gelebtem Leben, der ist unendlich berührend und unendlich wie so starr machend und er kann wie blockieren, wenn man dann denkt, ja, und wo stehe ich heute, was treffe ich heute für Entscheidungen und wenn ich mich 10 Jahre vorbeam, dann sehe ich ja meine heutigen Entscheidungen so, wie ich heute im Rückblick meine damaligen Entscheidungen sehe. Und das kann häufig dann zu einer Starre führen, oder? Und das mag ich dich heute einladen, dich dem zu stellen, das aufzulösen und das zu spüren, Trauer zuzulassen, oder? Auch viele melden sich bei mir und sagen, ich habe jetzt so eine düstere um mich herum. Ich gehe schon wandern oder mache den Ausflug oder die Ferien oder den Jobwechsel oder mache mich selbstständig oder habe die Ideen. Und trotzdem ist da so eine Düsterkeit, Aussichtslosigkeit häufig oder auch einfach wie das Gefühl der Schwere, oder? Und genau diese Gefühle mag ich dich heute super herzlich einladen, zuzulassen, zu spüren. Mit dem Ziel, diese Emotionen fließen zu lassen, diese bedingungslose Ehrlichkeit mit dir selber zu leben und der Seele damit die Möglichkeit zu geben, das Menschsein auf dieser Ebene wahrzunehmen. Das ist nämlich das, was auf Seelenebene häufig damit passiert, dass wenn ich als Mensch sage, also unbewusst, nein, das lasse ich nicht zu, nein, ich gönn mir das, ich fahre da in die Ferien, ich lenke mich unbewusst, passiert das meistens, oder? Damit und hiermit ab. Damit berauben wir die Seele der Erfahrung der Trauer. Dieses Innehalten und einfach mal diese ganz dichte
ganz grobe Frequenz zu spüren und das natürlich durch den Körper fließen zu lassen und dem Körper auch die Möglichkeit zu geben, sich selber zu reinigen. Oder je mehr wir das festhalten, umso fester wird unsere hier diese Nackenmuskulatur zum Beispiel, weil wir so angespannt sind, weil es anstrengend ist, so ein Gefühl zu unterdrücken. Oder das heißt, das sind die Ziele, zu denen ich dich einladen mag, Emotionen fließen zu lassen, den Mut, sowas Dichtes mal wahrzunehmen und einfach den Mut zu dir selber zu stehen, zur Individualität zu stehen, die Ehrlichkeit bedingungslos zuallererst mit dir selber zu leben, oder? Und der Seele die Möglichkeit geben, Mensch zu sein, das Menschliche zu fühlen. Und es ist nicht immer nur Party und la 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 und in die Richtung, sondern Mensch sein für die Seele ist auch mal einfach dieses Dichte zu fühlen. Und dem Körper die Möglichkeit zu geben, das endlich ein für alle Mal abzuschütteln. Oder der Anlass und Einstieg in diese, wie ich mag den Begriff nicht so gern, Trauerarbeit, weil es nicht wirklich Arbeit ist. Es ist einfach Menschsein. Und es ist so wohltuend, wenn man da einmal durch ist, oder? Das heißt, der Anlass und der Einstieg, der kann ganz unterschiedlich sein und ist höchst individuell. Das kann einfach eine unglückliche Entscheidung sein, die du heute sehr bedauerst oder einer alten Welt nachtrauerst oder der Verlust von einem Menschen, einem Tier oder einem Haus oder irgendein Verlust, oder ich habe bewusst auch diese Reihenfolge gewählt oder diese Beispiele, weil ich mag dich einladen, schon jetzt ohne Bewertung zu fühlen und zu leben. Einfach das, was sich bei dir im Leben zeigt, das ist dran. Und da gibt es kein zu groß, zu klein, kein richtig, kein falsch, kein, das ist banal und das ist jetzt essentiell. Das braucht es alles nicht, sondern wenn sich bei dir im Leben was zeigt, let's go. Oder? Das heißt, ich mag dich auch natürlich damit einladen, individuell zu sein, dich zu spüren, du selber zu sein, bei dir selber aufzuräumen. Das ist, wie wir die Welt shiften. Wir haben so viel Ablenkung, wo wir oder wo uns immer suggeriert wird, es müsste was im Außen sein, es muss was hier oder da sein. Ich hatte gerade gestern auch eine Unterhaltung mit, da müssten wir da spenden und da was machen und da. Es fängt bei uns selber an. Wenn ich Frieden in der Welt will, darf ich bei mir anfangen. Wenn ich dieses neue Energiefeld bewohnen will, darf ich mich dafür parat machen und dafür in die Bereitschaft gehen, Tag für Tag zu spüren, was sich zeigt, dem nachzugehen, das aufzulösen, das zu leben, zuzulassen. Und eine Kundin hat es letzte Woche so schön gesagt, dieses, wir haben gearbeitet, mit sich selber in der Güte zu gehen, in die Güte zu gehen. Und ihr ist so bewusst geworden, dass je mehr sie bei sich in die Güte geht, je mehr sie bei sich in die Erlaubnis geht, umso mehr kann sie es bei anderen. Voilà, genau darum geht's. Also, ich lade dich ein. Im ersten Schritt, such dir einen sicheren, ungestörten Ort. Das kann im Wald sein, das kann bei dir zu Hause sein, das kann in der Ferienwohnung sein. Einfach ein Ort, wo du ungestört bist für einen längeren Zeitraum, dass du richtig dich selber sein kannst und weinen kannst, dich durchschütteln lassen kannst, in Schlaf verfallen, wieder aufwachen, einfach für dich bist, ohne die Fühler auszustrecken, dass im Außen irgendwas sein kann. Oder? Einfach, wo du selber sein kannst. Und im zweiten Schritt, die Trauer zuzulassen. Vielleicht magst du bewusst einen Einstieg wählen, irgendeinen Verlust, irgendeine Angst oder irgend
Irgendwas, was dir dein Unterbewusstsein mit der Erlaubnis, die du dir gibst, wow, jetzt gehe ich mal in diesen Schritt der Trauer. Dein Unterbewusstsein wird dir eine Situation geben. Vielleicht bist du irgendwo durchgefallen, vielleicht hast du irgendwas nicht erreicht, vielleicht hast du irgendwas verloren, vielleicht hast du irgendwas nicht gelebt. Einfach ist völlig, völlig individuell oder es gibt kein richtig, falsch, groß oder klein, geeignet und ungeeignet. Das, was sich bei dir jetzt zeigt, das zu fühlen. Und da in die großen Frequenzen zu gehen, in diese Dichten, oder? Die so richtig einen packen, die Kehle zuschnüren. Und dann zu fühlen, diesen Kloß vielleicht im Hals oder dass der Körper wie erstarrt, weil du nochmal in diese frühere Situation reingehst oder die Kehle schnürt sich zu oder es kommen sofort Tränen oder du kriegst sofort so eine Gänsehaut, Hühnerhaut. Es ist ganz, ganz unterschiedlich, oder? Und manche meiner Kunden, die gehen dazu einfach ins Bett, um das zu fühlen, oder im Sofa, auf dem Sofa, so im Wohnzimmer, ganz kuschelig mit Wolldecke und dicken Wollsocken. Oder manche gehen in den Wald, das einfach mal zu spüren. Manchmal ist es wie ein Kloß, so am Solarplexus oder im Magen oder im Darm irgendwie oder eine Starre in der Hüfte, irgendwo im Körper, vielleicht zwickt's oder bewegt sich's nicht so. Irgendwie ganz, ganz individuell darf sich das zeigen. Und jetzt dieses Fühlen zuzulassen, oder? Und gleichzeitig mit dem Kopf in das Wissen gehen. Das ist Trauer, die ich mir irgendwann nicht erlaubt habe. Das ist Trauer, die ich irgendwann, weil ich vielleicht funktionieren musste, weggedrückt habe. Erschütterung, eine Starre, das kann doch überhaupt nicht sein, oder? Einfach mit dem Kopf zu wissen. Das ist genau das, was ich jetzt lösen mag. Das ist genau das, wo ich jetzt den Mut und die Kraft habe, es zuzulassen. Oder häufig ist es was wir ganz lange schon unterdrückt haben. Oder wir haben so sehr gelernt zu funktionieren, dass es sich jetzt zeigt. Oder wir haben nicht gelernt, Gefühle zuzulassen. Wir haben nicht gelernt, dass es völlig okay ist, am Boden zu liegen als kleines Kind und zu schreien, weil das die einzige Möglichkeit ist, was ein kleines Kind hat, um Emotionen auszudrücken. Die haben das noch gar nicht gelernt, dass man das nicht tut, sondern das ist der einzige Weg, oder? Und dann greift die Programmierung, das tut man nicht. Wenn das die Leute sehen, was sollen die denken? Und was weiß ich alles, oder? Das heißt, das kannst du dir jetzt alles mit dem Kopf sagen. Während der Körper prozessiert, während der Körper sagt, ja genau, hier schnürt sich der Magen zusammen oder die Schulter hängt irgendwie 3 Zentimeter höher als die andere Schulter. Einfach zu spüren und wichtig ist mir nur eben im Kopf zuzulassen und dort das Steuer zu geben, ja, das ist die gesteuerte Energie. Weil wir wollen nicht, dass du wie völlig weggespült wirst, oder? Sondern es darf ein geführter, prozessierter Ablauf sein, wo du mit dem Kopf hinspürst und weißt, das ist die blockierte Energie, die sich jetzt Bahn bricht. Durch vielleicht eine Stunde weinen, durchschütteln. Weil das ist, wie der Körper arbeitet damit, oder? Der das losschüttelt. Und im wie so vierten Schritt das auszuhalten und zu wissen, es fließt, ins Vertrauen zu gehen in die körperliche Intelligenz und jetzt einfach zu weinen. Dafür haben wir Tränen, um es wegzuspülen. Dafür darf die Nase tropfen, nimmst dir ein Taschentuch, eine Kleenex-Box. Der Körper weiß, wie er das prozessieren kann. Der Körper hat diese grenzenlose Intelligenz zu wissen, was ich mit so einer
groben, schweren Energie mache, die endlich fließen darf, oder? Weil da war die Energie schon immer oder eben seit dem Event, der dir im Leben widerfahren ist und der diese Trauer hervorgerufen hat. Wir haben dann nur gelernt, es als neues Normal zu akzeptieren und damit zu leben. Sind vielleicht 390 Mal in die Massage gegangen, 790 Mal ins Wellnesswochenende oder die Wellnesswoche oder in die Wärme oder manche kompensieren mit Essen oder mit exzessivem Sport oder und da an die Wurzel zu gehen, an die Ursache und zu schauen, okay, ich spüre da hier diese Trauer. Jetzt lasse ich sie fließen. Und ich gehe ins tiefe Vertrauen für die körperliche Intelligenz und bin gleichzeitig mit dem Kopf wach und weiß, das ist jetzt eine gestaute Energie, wo der Körper einfach die Reaktionen zeigt, die er zeigt. Vielleicht musst du mehr aufs WC, vielleicht hast du mehr Durst, vielleicht ist es ein Schluchzen, vielleicht sind es Tränen, ein immer wieder die Nase putzen, ein in Schlaf fallen und wieder aufwachen. Oder ich habe da schon die verschiedensten Versionen gehört. Und dann zu spüren, wie es weniger wird. Weil wir wollen nicht, dass du stecken bleibst drin, oder? Sondern deshalb darf der Kopf wie hellwach sein und du darfst wie immer wieder hinspüren. Wie fühlt sich das jetzt an? Am Anfang ist es vielleicht rau und hart und überwältigend und dann wird es vielleicht feiner, es wird vielleicht weniger, vielleicht tritt eine körperliche Ermüdung ein, vielleicht kommen dir Dinge in den Kopf, die du aufschreiben kannst, die wir im nächsten Coaching dann bearbeiten können, anschauen können, oder? Und es leichter machen können. Also trau dich jetzt auszuhalten. Einfach dir selber den Raum zu geben für die Trauer, für diese Emotion, die sich jetzt Bahn bricht, die der Körper so wie wegschüttelt, oder? Und das einfach fließen lassen, zu wissen, Energie fließt und Emotion ist eine Energie, die gestockt war, die jetzt fließen darf, die sich abbauen darf und spüre, wie es weniger wird, wie es gut tut, wie der Körper eine maßlose Intelligenz hat, oder? Wie sich vielleicht ein Knoten löst, wie vielleicht der Knoten im Magen oder im Solarplexus oder im tieferen Chakra sich wie löst, oder? Wie du Mensch bist und wie es frei macht. Und nimm wahr mit dem Kopf wieder, dass die Seele jetzt einfach eine Erfahrung macht, die vorher blockiert war. In dem Moment, wo wir uns Emotionen nicht erlauben, weil wir sie unterdrücken, weil sich das nicht gehört, weil man das nicht macht, weil man das an dem Ort nicht macht, weil du erwachsen bist und so nicht reagieren sollst. Tausend und drei Sätze gibt es da, oder? Und Programmierungen. Jetzt zu spüren. Und dir vorzustellen, wow, die Seele macht jetzt diese Erfahrung, wie auch der Einklang zwischen Körper und Seele ist, wie der Einklang mit den Emotionen ist und wie der Körper automatisch wieder in so ein neues Gleichgewicht kommt, weil die Emotion durch dich durchfließen kann und weniger wird, weil was endlich bearbeitet wird, verarbeitet, abgebaut wird, was schon lange in deinem Körper geschlummert hat und vielleicht für diverse Auswirkungen gesorgt hat, oder? Also trau dich, das da einfach mal durchzugehen, durch dieses auch Tal der Tränen oder in jedem Veränderungsprozess gibt es das Tal der Tränen. Das heißt, das ist dieses Realisieren, es wird nicht mehr wie vorher. Dieses wo es einmal den Boden unter den Füßen wegzieht, was wirklich ein schmerzhafter Prozessteil ist, aber das ist der gesunde Boden für die Zukunft, für dein neues Ich. Das ist das, wo Phönix aus der Asche rauskommt, oder? Und jetzt mag ich dich einladen, den befreienden Schritt zu gehen, unter die Dusche durchzulüften, vielleicht das Bett frisch zu beziehen, die Spülmaschine, die Waschmaschine laufen zu lassen
Und bewusst wahrzunehmen, wow, jetzt bin ich durch. Und bewusst in dieses neue Ich zu gehen. Oder vielleicht jetzt einen Massagetermin abzumachen oder jetzt zum Friseur zu gehen oder jetzt dir irgendwas Gutes zu gönnen. Was ist die eine Sache, die jetzt weg kann, weil sie nicht mehr zu deinem neuen Ich passt? Vielleicht magst du auch so frisch geduscht und angezogen mal in den Spiegel dir selber in die Augen schauen und erkennen, dass du ein neues Ich bist, dass du eine neue Persönlichkeit bist, dass die Seele endlich eine wertvolle Erfahrung machen durfte und der Körper endlich eine dichte, blockierende, belastende Energie hat loswerden dürfen. Und jetzt wahrzunehmen, was passt nicht mehr zu diesem neuen Ich und das wegzuschmeißen, wegzutun, auszumisten. Und was passt jetzt? Welche neuen Träume zeigen sich? Was tut dir jetzt gut? Vielleicht frische Luft, vielleicht ein Spaziergang, vielleicht in See springen, vielleicht einfach eine kalte Dusche hinterher. Welche Ideen kommen? Oder welcher Mut mag sich jetzt zeigen? Weil du bist, nachdem du durch so eine Trauerphase gegangen bist, ein neuer Mensch. Du bist nicht mehr die alte Persönlichkeit. Spürst, trau dich jetzt im Anschluss, dich selber neu kennenzulernen, zu spüren. Wer bist du denn jetzt? Wer ist diese neue Persönlichkeit, die jetzt im Rucksack diesen Mut hat, Trauer zu spüren, sich Zeit für sich selber zu nehmen, um so eine dichte Emotion jetzt fließen zu lassen. Trau dich. Lass mich gerne unten in den Kommentaren wissen, wie es dir damit geht. Versprich mir bitte, dass du in diesen Prozess gehst und auch wieder rausgehst. Da nicht hängen bleibst, da nicht drin bleibst, nicht im Selbstmitleidsrad dann rotierst, sondern dann wirklich die Fenster aufmachst, eine wundervolle Dusche nimmst, ein Teil wegschmeißt, was nicht mehr zu dir gehört oder ein Regal ausmistest oder neu frisch machst und dir überlegst, wow, wer bin ich jetzt? Was mache ich jetzt mit meinem neuen Leben? Okay, dann schicke ich dir eine ganz herzliche Umarmung. Schön, dass es dich gibt. Danke, dass du durch so einen reinigenden Prozess dich gehen traust. Ganz herzliche Grüße, deine Nadja.